hart auf. Unter anderem mit der Partie Hertha gegen Jena. Zwei Tabellennachbarn, wenn da nicht der Punkteabzug der Berliner wäre. Ihren neuen Chef durften Sie heute zudem auch öffentlich vorstellen. Jürgen Röber, seit Januar schon im Amt, aber erst zwei Monate danach durfte er öffentlich tätig werden. Hier ist der Spielbericht von Claudia Neumann. Das Gefühl, dass er genau 321 Tage vermisst hat nach seinem Rauswurf in Stuttgart. Jürgen Röber und das Kribbeln vor dem Anpfiff. In der Winterpause hat er schon kräftig gewirbelt bei der Hertha. Das Ergebnis ein komplett neuer Angriff mit Bundesliga-Erfahrung. Marc Arnold vom Meister aus Dortmund entliehen und Altin Rakli aus Freiburg. Gemeinsam sollen sie Tore schießen. Attraktiven Offensivfußball wollen sie zeigen, die Fans mittelfristig zurückgewinnen. Hertha also in Blau-Weiß mit den ersten Bemühungen. Ecke Steffen Karl und Andreas Schmidt, gedankenflinker als Jenas gesamte Abwehrreihe. Die Gastgeber in den Anfangsminuten speziell über die rechte Seite gefährlich. Das ist Rakli und der ist schnell. Rösers Bereinigungsversuch zu ungenau und da steht Mike Lünsmann, der übrigens den Vorzug vor Dirk Bremser erhielt. Nach gut einer Viertelstunde konnte sich Jena langsam aus der Berliner Drangphase befreien. René Defke auf Holicek und der hat Platz. Christian Fiedler noch nicht richtig warm. Die Hertha in der ersten Hälfte spielerisch klar besser. Freistoß Karl. Neumann nicht richtig energisch am Ball. Meier. Sverrisson. Schmidt. Und dann ist er endlich drin. Niko Kovac, der glückliche Finder der Lücke. In der Zeitlupe sehen wir das heillose Durcheinander in Jenas Deckung. Und dann ist es eigentlich nur die Frage, wer trifft das Tor? Niko Kovac im dritten Anlauf. Und so erlebte Jürgen Röber sein erstes Erfolgserlebnis im Olympiastadion. Nach 38 Minuten Anspannung. Kurz darauf war Pause und die Berliner Fußballwelt in bester Ordnung. Nach dem Wechsel die Gäste aus Thüringen wie verwandelt. Entschlossen Herthas Angriffe abgefangen und dann ab die Post. Gutwelker läuft Kovac davon. Und Heiko Weber nicht in Abseits, schaltet in der Mitte am schnellsten. Der Ausgleich 5 Minuten nach dem Wiederanpfiff. In der Wiederholung deutlich zu sehen, Webers Bewacher Oliver Schmidt nicht ganz wach. Jena jetzt viel selbstbewusster und frecher als in den ersten 45 Minuten. Das ist Jens König, der lässt Lünsmann ganz alt aussehen. Und dann ist Weber wieder zur Stelle. Das 1:2 nur 10 Minuten später. Heiko Weber, der von Trainer Vogel den Vorzug vor Zimmermann erhielt. Der Dank, sein zweiter Treffer. Hertha in der Folgezeit wie geschockt. Plötzlich bestimmten nur noch die Gäste die Marschrichtung. Das ist wieder König. Mit Pech. Und doch nicht. Niko Kovac war nämlich der wahre Pechvogel. Das 1:3 in der 72. Spielminute. Fast im 10-Minuten-Takt schlugen sie jetzt zu, die Gäste. Ein Eigentor von Kovac. Gutwelker kommt nicht mehr an den Ball, auch wenn es so aussieht. Nur wenige Minuten später fast eine Kopie des Ausgleichstreffers. Wieder geht Gutwelker, heute Jenas Bester, auf und davon. Das Zuspiel exakt getimt und der eingewechselte Marc Zimmermann sorgte für die Entscheidung. Gespielt waren 78 Minuten. Kurz darauf dieses Foul von Röser an Rakli, klare Sache, Strafstoß. Marc Arnold tritt an. Doch Mario Neumann mit dem richtigen Riecher. Selbstbewusstsein pur. 4 Minuten vor dem Ende dann doch noch Herthas zweiter Treffer, allerdings eher ein Zufallsprodukt. Der 2:4 Endstand durch Andreas Schmidt, dennoch Berlin im zweiten Spielabschnitt völlig von der Rolle. Ein verdienter Sieg für die Gäste und die hinterließen einen restlos enttäuschten Jürgen Röber.
Schlechter Einstand für Jürgen Röber, durchwachsener Einstand für Schlappi. Seine Waldhöfer aus Mannheim spielten in Wattenscheid 0:0 unentschieden. Das hatte Auswirkungen auf die Tabelle. Jena rauf auf Rang 7. Und wenn wir auf die untere Hälfte schauen, dann sehen wir, dass Hertha im Augenblick noch 10. ist mit 22 Punkten. Mannheim 12. mit 21 und Wattenscheid bleibt auf einem Abstiegsrang mit nunmehr 18 Punkten. Morgen gibt es mehr aus der zweiten Liga und morgen gibt es natürlich auch die erste Liga hier bei uns um 18 Uhr in Sat.1 ran am Samstag. Eins habe ich noch. Neue Töne von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Ich fahre auch als Nummer 12 mit zur Europameisterschaft nach England, hat er gesagt. Ich will keinen Stammplatz, nur eine Perspektive. Und ich will nicht nur wegen meiner Vergangenheit eingeladen werden. Lothar Matthäus im Gespräch mit den Kollegen von Premiere. Wenn ehemalige Weltstars bescheiden werden, täte uns allen vielleicht auch mal ein bisschen gut. Das war's für heute Abend. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen um 18 Uhr sind wir dann wieder alle für Sie da. Schönen Abend noch und ich freue mich auf Sie. Bis dann. Sat.1 Fußball. Ein Genuss mit Becks.